Ein Match mit Finalcharakter vor 60.000 im Velodrom von Marseille, wo Brasilien Ronaldo und nochmals Ronaldo war. Mit dem Punch von Muhammad Ali und dem Tänzeln von Fred Astaire erschütterte der 21-jährige Interangreifer Holland mit der Führung. Wahrscheinlich seine beste Präsentation bei der WM 98. Auch Kokus nesteln am Trikot hilft nichts. Kombinationssicher und selbstbewusst kamen die Klasse Holländer zum Ausgleich durch Patrick Kluivert. In einer Gala vom Feinsten entschied nach 120 Minuten die Elfer-Lotterie. Ronald de Boer, hier noch im Glück, genauso wie Patrick Kluivert, Weltklasse. Und dann blieben sich die Holländer treu, als Elferversager, Taffarel, Edwin van der Sar. Taffarel zum ersten gegen Cocu. Die Holländer versagten schon 92 und 96 bei der M. Ronald de Boer, die zweite tragische Figur. Ein Kapitel mit Fortsetzung bei der Euro 2000 mit Bruder Frank de Boer. Und hier sehen wir den großen Sico vereint mit Zagallo. Brasilien nach 4:2 im Elfmeter-Krimi im Finale. Gegen wen?